Johannes, das geplante Klimaschutzgesetz für NRW sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Welche Ziele und Maßnahmen beinhaltet der Gesetzesentwurf überhaupt? Naja, das Klimaschutzgesetz ist einmalig bisher in der Bundesrepublik. Wir legen darin Ziele fest, die im Allgemeinen aber auch bekannt sind, international bekannt sind, national bekannt sind. 25% CO2-Einsparung bis 2020 und 80-95% bis 2050. Das sind im Groben die Ziele, die auch die Bundesregierung vertritt, die auch die Europäische Union vertritt. Insofern ist das ein Programmgesetz, was allerdings eine gewisse Verbindlichkeit in die Klimaanstrengungen bringen soll. Und wann soll das Gesetz in Kraft treten? Es wäre in der Zeitleiste gut, wenn wir vor der Sommerpause noch eine Verabschiedung im Kabinett und dann eine Einbringung in den Landtag hinbekommen können. Okay. Die CDU hat dich bereits als Klimataliban bezeichnet und sieht durch das Klimaschutzgesetz den Industriestandort NRW in Gefahr. Was entgegnest du solchen Vorwürfen? Das ist eine interessante Formulierung. Wenn man bedenkt, dass die CDU und die FDP ein Klimakonzept hatten in der letzten Legislatur, was bis 2020 33% CO2-Einsparung vorsah und die Bundesregierung plant 2020 40% CO2-Einsparung. Also wenn ich ein Klimataliban bin, dann ist Herr Röttgen Osama bin Laden. Aber in der Kategorie müssen wir gar nicht miteinander diskutieren. Es geht darum, die internationalen Ziele, die nationalen Ziele in Einklang zu bringen und zu erreichen. Und das Klimaschutzgesetz soll uns ein bisschen dazu antreiben, auch jedes Jahr zu schauen, sind wir auf der richtigen Ebene, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs, stimmen die Maßnahmen. Wir haben sowas wie einen Beirat, der uns dann auch vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben kann. Wir wollen die Klimaschutzziele auch auf die verschiedenen Sektoren, also Verkehr, Energieerzeugung, Konsum versuchen runterzubrechen und auch da alles Mögliche tun, was wir aus Landessicht tun können. Johannes, vielen Dank für das Gespräch.